Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Der Bundeskanzler begräbt die Impfpflicht, ehe sie überhaupt noch kontrolliert wird. Ein Streit zwischen Opposition und Regierung, wer denn jetzt nun die Impflotterie erfunden hätte oder umsetzen hätte, wollen die auch. Extrem kracht ein großer Öffnungsgipfel, zunächst einmal diesen Mittwoch und dann knapp vor dem Start des Urschusses Anfang März noch einmal. Und auch ein ernstes Thema, die Kriegsangst in Europa. Was ist los zwischen Ukraine und Russland? Wie wird das ausgehen? Fragen, die ich heute meinen zwei Gästen stellen werde. Im Duell Robert Miesig, SPÖ-naher Publizist. Hallo. Und Andreas Mölzer, FPÖ-naher Publizist. Herr Mölzer, ich fange mit Ihnen an. Die FPÖ muss sich ja eigentlich freuen bei dem, was die Regierung in Sachen Impfpflicht aufführt. Sie wurde erst vor kurzem eigentlich beschlossen mit überwiegender Mehrheit von 80% vom Bundespräsidenten gegengezeichnet. Dann haben die ersten ÖVP-Landeshauptleute gesagt, eigentlich ist das doch nicht so klug und wir sollten es jetzt doch noch nicht machen. Und Überraschung, Überraschung, am Sonntag redet auch der Bundeskanzler, der noch drei Tage zuvor eigentlich gemeinsam mit seinem Gesundheitsminister erklärt hatte, der Zeitplan der Impfpflicht bleibt jetzt genauso wie seine Landeshauptleute. Naja, die FPÖ hält sich eigentlich für ihre Verhältnisse vornehm zurück, muss ich sagen. Es ist kein Triumphgeheul zu hören, weil an sich wäre das ja fast angebracht. Aber das, was Kickl verlangt hat, Kickl gesagt hat, bewahrheitet sich. Und die Impfung nutzt nicht viel, jetzt lassen wir es sein oder setzen wir sie aus oder schaffen wir es überhaupt ab. Ne? Und auf das kommt es jetzt letztlich hinaus. Ne? Also eigentlich ist das schon eine Bestätigung, ne? Aber um das geht es ja nicht. Geht uns darum, dass sich einerseits das eklatante, sich immer wieder wiederholende Versagen der Regierung manifestiert. Es ist in diesen zwei Jahren schon so viele Dinge, dass man es vergisst schon. Wer denkt noch an das Corona-App vom Roten Kreuz und all diese Geschichten, haben wir schon alles vergessen. Aber das bestätigt sich immer wieder aufs Neue, auch mit der Impfpflicht jetzt und mit dieser Impflotterie, vor der wir alle froh sein können, dass sie nicht mehr kommt, weil das ist eigentlich eher eine Farce gewesen. Aber auf der anderen Seite sind die Leute doch, habe ich das Gefühl, guter Dinge. Das liegt ja vielleicht am schönen Wetter, ein schöner Tag, ein Kaiserwetter. Und wir hören alle, es wird langsam, es geht zu Ende, es kommt dieser Freedom Day oder auch nicht. Öffnungsgipfel am Mittwoch, es sind keine Krisengipfel mehr, keine schrecklichen, wo wir wissen, jetzt um Gottes Willen, die Welt geht unter. Und das schafft ein bisschen eine, wie soll man sagen, Atmosphäre des Optimismus. Ne? Auch ich empfinde das so. Und dadurch ist man vielleicht geneigt, ein bisschen gnädiger mit dem Versagen der Regierung umzugehen. Das ist an sich nicht angebracht, muss ich schon sagen. Ne? Aber Hauptsache, es nähert sich dem Ende. Und ich würde nicht mich als Prophet aufspüren, aber ich habe wirklich von Anbeginn schon vor zwei Monaten, wie das Omikron gekommen ist, gesagt, hoffentlich ist das Ausklingen und das scheint wirklich so zu sein. Ist das nicht wirklich ein Debakel für die Regierung, wenn man zunächst mit großem Pompom, und man wusste ja da schon, dass es die Omikron-Welle ist und nicht mehr die Delta-Welle, das im Parlament beschließt, dann zunächst vergangenen Mittwoch noch gemeinsam mit seinem Gesundheitsminister, der den Grünen angehört, sagt, na, die Impfpflicht kommt, so wie sie beschlossen wurde, und dann in einem Interview mit der Kronenzeitung plötzlich das Gegenteil sagt? Ja, natürlich ist es ein Debakel der Regierung und es zeigt ja auch, welche schwache Führungspersönlichkeit dieser Bundeskanzler ist, ja, der offensichtlich bei drei ÖVPs, das gibt der Schwarze, der Türkise und die Länder, da jetzt keine gerade Linie mehr zusammenbringt. Und das ist ja die eine Geschichte, ja, also dass diese Regierung quasi unfähig ist und man braucht nur ans Kaufhaus Österreich denken, so circa ist das Impfhaus Österreich. Das ist die eine Geschichte und ein bisschen sehe ich schon auch, dass Herr Nehammer da jetzt langsam einen Wahlkampf beginnt und da halt irgendwie die Opposition ist plötzlich schuld und was weiß ich was alles. Ja? Das ist die eine Geschichte. Was die Impfpflicht als Ganzes betrifft, ja, natürlich haben wir jetzt eine Omikron-Welle und wir haben dieses Ausklingen, aber es war ja völlig klar, das war ja auch im Dezember schon klar, dass man die Impfpflicht nicht wegen Omikron einführt, weil dafür ist sie eh zu spät, sondern für etwaige Gefahren im Herbst oder umgekehrt formuliert, dass man im Herbst dann endlich auf der sicheren Seite ist und eine so breite Immunisierung der Bevölkerung hat durch
einerseits Impfung und andererseits durch Erkrankung und Genesung, dass man damit auf der sicheren Seite ist. Ja? Und das kam, ist ja möglicherweise der Fall. Was sind wir jetzt bei 85% bei denen der Impfpflicht Unterworfenen? In der Gesamtbevölkerung sind wir immer noch erst bei 70% Impfung, aber gleichzeitig viele Genesene. Kann ja so sein, weiß ich aber nicht, weiß die Regierung übrigens auch nicht, ja? Ob wir da auf der richtigen Seite sind. Wenn es so ist, dann sollen das Experten feststellen, dann ist es der richtige Moment, wo man die Impfpflicht aus. Das steht da im Gesetz so drin. Da brauche ich aber nicht die Spielereien des Herrn Nehammers, da brauche ich keine Krone-Interviews, da brauche ich nicht am Donnerstag das eine sagen und am Sonntag das Gegenteil von dem sagen, sondern das ist eine gerade Linie, die ich fahren kann. Aber der Herr Nehammer hat sich dafür entschieden, das nicht zu tun. Ja, und das ist halt, zeigt halt schon, in welchem Zustand die ÖVP ist. Die ist eine nicht regierungsfähige Organisation mittlerweile, NGO auf Österreichisch, wenn man so will. Und in Wirklichkeit stellt sich die Frage, wie lange man sich eine solche führende Regierungspartei in einem Land noch leisten kann. Es wäre Zeit, dass man sozusagen Kompetenz, Ruhe und Fähigkeit wieder nach vorne lässt. Mhm. In der Tat erfüllt einen das Innenleben der ÖVP mit einer gewissen Sorge. Jetzt habe ich kein großes Mitleid natürlich mit der Volkspartei. Sagen, das ja, das ist nicht. Vielleicht ein falsches, vielleicht ein paar Krokodilstränen, die ich da verdrücke. Aber es ist schon besorgniserregend, weil wir sind immer davon ausgegangen, das habe ich meinen Freunden auch gesagt, 2017, wie die in die Regierung gegangen sind, ja, passt auf, das sind die Profis. Ne? Die können das und die haben das professionelle Handwerk des Regierens. Ne? Wenn ich mir das jetzt anschaue, ne, dann ist das ja wirklich ein trauriger Befund, wie dilettantisch. Ne? Dort gearbeitet wird. Das mag auch am Absturz der Türkisenpartie liegen, dass also die wirklichen harten Profis weg sind oder ausgetauscht wurden und dass sozusagen die Restelverwalter, ne? der Herr Nehammer scheint immer mehr so etwas zu werden wie ein Konkursverwalter der Türkisenpartie, am Ruder geblieben sind. Ne? Und da hat natürlich der Herr Misik recht. Die sind offenbar nicht in der Lage, ne, Krisenmanagement zu betreiben. Ne? Und die Grünen tun das ihre dazu. Also das ist für Österreich ja kein guter Befund. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, die Dinge entwickeln sich ja ohne das Zutun der Regierung oder sogar gegen das Zutun der Regierung vielleicht etwas positiver oder in eine erfreuliche Richtung. Ne? Er ist heute relativ milde. Es ist das Wetter. Aber Roh, du hast es schon anklingen lassen und der Opposition die Schuld geben. Ja. Gemeint war damit, dass der Karl Nehammer in eben diesem Interview das Desaster mit der Impflotterie nicht sehr elegant der SPÖ umhängen wollte und gesagt hat, die SPÖ wollte diese Impflotterie und habe angeblich auch den ORF als Abwickler vorgeschlagen. Die SPÖ hat dann mit einer Aussendung gekontert und gesagt, das stimmt nicht, sie hätten die Impfprämie vorgeschlagen und wollten, dass das die Elga und die Apotheken abwickeln und nicht der ORF. Was ist da los? Ja, der Punkt ist der, es ging darum, dass es einen positiven Impfanreiz auch gibt, neben dem negativen, wenn man so will, dass es eine Verpflichtung gibt und dass man gestraft wird, wenn man sich nicht impfen lässt. Ja? Da kannst du natürlich die verschiedensten Versionen andenken. Ja? Also die Idee der SPÖ war eben ein Gutschein, so wie der Wiener Gastro-Gutschein oder was auch immer, ja? Dieser Art. Ja? Also ist das wie heißt das Burgenland ja auch auf eine bestimmte Art und Weise gibt. Das Entscheidende ist ja der Impfanreiz. Also die Frage, wenn 90% sich geimpft hat, dann kriegen alle, die den mitgemacht haben, auf irgendeine Art und Weise etwas. Das kannst du dann verlosen oder du kannst jedem was geben. Aber dass man das als Lotterie macht, ja, wie die Regierung das jetzt gemacht hat, das war schon die Regierungsidee. Und das Beste, also erstmal ist es ein Skandal oder Frechheit, das der SPÖ umhängen zu wollen, wenn jeder weiß, dass es nicht der SPÖ-Idee war. Aber das Beste ist ja jetzt auch, dass sie sagen, naja, das lässt sich halt nicht machen, aber die Milliarde, die wir dafür eingeplant haben, die nehmen wir trotzdem und geben es halt jetzt denen, die es brauchen können. Ja? Das Geld wächst auf den Bäumen. Die Menschen in der Pflege, ich habe nichts dagegen. Die Menschen in der Pflege, die Menschen im Spitälern. Polizei und Bundeswehr. Ja, bei der Polizei weiß ich jetzt nicht. Hat der Nehammer gesagt. Ja, weiß ich aber nicht unbedingt, was der Besondere. Also ich meine, die waren allenfalls überfordert durch die Corona-Demonstrationen. Das Verbrechen ist ja während der Lockdown sehr zurückgegangen. Ja. Aber meinetwegen, ja. Nur der Punkt ist doch das, dann hat es ja mit
einem Impfanreiz nichts mehr zu tun. Das Geld hätte es ja dann nur gegeben unter den anderen Bedingungen, unter dem Plan, wenn sich 90% der Bevölkerung impfen lassen. Und jetzt gibt man es halt ausgewählten Bevölkerungsgruppen, wenn es nach der Regierung geht, völlig unabhängig vom Impfen. Also es wird kommen, es hätte damit überhaupt nicht diese Steuerungswirkung, die sie ja haben soll. Weil das Entscheidende ist ja, dass wir, und das da wiederhole ich mich nochmal, für den Herbst auch, dass wir eine hohe Impfquote plus eine hohe Genesungsquote haben. Wenn wir dann mit allem zusammen bei 95% sind, dann werden wir wahrscheinlich, wissen wir auch nicht alles genau, aber im Herbst auf der sicheren Seite sein. Wenn wir das nicht sind, nicht so. Ja? Und insofern ist es völlig absurd, was die Regierung da jetzt vorschlägt, aber es ist vor allem auch nochmal frivol und unmöglich, von einem Bundeskanzler etwas zu behaupten, um zu sagen, ja, wir waren es nicht, die anderen waren es, jeder auch noch war es, relativ schnell feststellbar herausfinden kann, dass es einfach nicht wahr ist. Ich würde jetzt nicht das Wort Lüge in den Mund nehmen, weil das einen sozusagen negativen Vorsatz voraussetzt. Vielleicht hat er es einfach nur nicht gewusst, aber so geht es nicht. Ja. Herr Mäßig, in diesem Leben sind wir niemals auf der sicheren Seite. Erstens einmal. Und ich meine, schauen Sie, das Gesetz als solches war ein Unsinn und eine Sauerei. Ne? Eine Impfung, die kaum wirkt gegen eine Krankheit, die es kaum mehr gibt, das ist einfach ein Schwachsinn. Ne? Ja, nur stimmt. Aber jetzt inzwischen, schauen Sie, wir können auch jetzt eine Tollwutimpfung mit Pflicht, ne? Weil es könnte eine Tollwutepidemie in den Wäldern Südkärntens ausbrechen. Es geht jetzt nur um ein anderes. Sie haben gesagt, die Impfung wirkt. Die Impfung wirkt massiv. Gegen Omikron nur beschränkt. Ja, Entschuldigung, dass die allermeisten Menschen, insbesondere diejenigen, die geimpft sind, milde Verläufe haben, hat mit der Impfung zu tun. Aber Gott sei Dank darf ich Ihnen eine witzige Geschichte erzählen, die ich heute im Morgenjournal, wenn ich pflichtgetreu von Kärnten da heraufpilotiere, mache ich immer ein Radio. Ne? Vom Tollwutgebiet, wie ich gerade gelernt habe. Möglicherweise. Und da ist eine lustige Geschichte in Israel, und das ist von den Corona-Maßnahmen-Gegnern weltweit verbreitet worden im Netz, hat irgendein Professor oder Leiter von einer Abteilung Corona, hat also in einem Nebensatz, in einem Interview gesagt, die meisten auf Intensiv dort sind geimpft. Ne? Das wurde sofort verbreitet, triumphal, worauf sich dieser Professor zu Wort gemeldet hat und in Israel gesagt hat, also das mir als Wissenschaftler Schweinerei, dass man meine Aussagen so nützt, das stimmt gar nicht. Tatsache ist, hat er gesagt, und das ist jetzt witzig, ne? Hat er gesagt, die dort auf Intensivstation sind, die haben zwar alle eine Infektion, aber die kommen wegen Herzinfarkte, wegen schwerer Krebsoperationen und, und. Ne? Genau das, was die Corona-Maßnahmenleugner immer gesagt haben, dass das nicht Corona-Tote, nicht Corona-Intensivstation-Patienten sind, sondern solche, die ganz andere Krankheiten haben. Und daneben halt auch Infektion. Er hat von den Geimpften geredet, wenn man sich die Daten... Ich verfolge die Daten des Weizmann-Instituts und das sind Daten, mit denen die ganze Welt arbeitet, weil die sehr offen... Also der Großteil der Menschen, die wirklich wegen Corona auf den Intensivstationen liegen, und derzeit gibt es in Israel so viele Schwerstkranke wie in der ganzen Pandemie noch nicht, sind allesamt ungeimpft. Und Israel also der Professor hat jedenfalls gesagt, seine Problemfälle, die zwar geimpft sind, sind wegen Krebs nicht, und was weiß ich. Aber was, das spricht ja für die Impfung. Dass die geimpft sind, aber das hat ja nichts mit der Impfpflicht zu tun. Ich möchte nur an beide Es ist nur kurios. Aber dafür, der Satz, die Impfung wirkt nicht, ist falsch. Das sollte sich ja nicht verbreiten. Gegen Omikron wirkt es nur beschränkt. Das haben Sie selber da auch oft genug gesagt. Beschränkt. Aber dass wir so gut durch diese Welle kommen, so wenig schwere Verläufe haben, dass wir 400.000 Infektionen haben, aber nur 2.000 Leute im Krankenhaus, das ist der Gewinn der Impfung. Ist auch weitgehend eine Annahme. Ne? Aber den Streit will ich mich gar nicht anlassen. Etwas möchte ich sagen zu der Impflotterie. Schauen Sie, es ist ja an sich paradox, Geldgeschenke oder Almosen auszuloben dafür, dass man sie ans Gesetz haltet. Ne? Ich kriege also dann, was weiß ich, 100 Euro, wenn ich nicht mehr wie 0,8 Promille habe, wenn ich Auto fahre. 0,5. In Kärnten ist es ein bisschen anders. Also, Geldgeschenk, wenn ich nicht 180 auf der Autobahn fahren, so, das ist ja alles Schwachsinn. Ne? Und ein bisschen neigt schon die SPÖ auch zu solchen Almosen. Und ich finde es gut, dass das an sich gestorben ist, wegen der Undurchführbarkeit der organisatorischen. Ne? Da ist offenbar auch die Regierung, auch der Herr Bundeskanzler froh. Allerdings ist ja das komisch. Ne? Da gibt er dieses Interview beim Autofahren. Ne? Ich hoffe, er hat sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten dabei. Ne? Auf der Während Seite, des Interviews ist seine Ehefrau gefahren. Ach so, da haben sie gewechselt im
bitteschön, geht alles. Und auf der anderen Seite ist die Krone, also ohne das Blatt jetzt da allzu sehr in den Mund nehmen zu wollen, hier an dieser Stelle völlig ungeschwenkt. Mein alter Freund Janet prügelt den Herr, den Nehammer, und sagt, wo stand sie überhaupt auf Urlaub, sie können ins Bundeskanzleramt und. Das heißt, diese ganze Partie ist äußerst glücklos. Und das, was Sie diagnostizieren, dass da langsam Wahlkampftöne aufkommen, dass man jetzt versucht, den schwarzen Peter schon wegzuschieben, das ist sicher evident, sicher da. Ne? Und da stellt sich ja die Frage, mit welcher Perspektive? Gibt es einen Plan oder sind Sie auch da, was das betrifft? Relativ planlos, man neigt ja dazu, denen keine große Strategie zu unterstellen zu wollen, weil einmal hinschauen und man kann, glaubt nicht, dass da eine Strategie dahinter sein kann. Aber natürlich stellen Sie das vor dem Hintergrund des Untersuchungsausschusses, dieser Angst, dieser Panik. Da werden Sie sicher ein paar Leute Gedanken machen, dass man die Koalition platzen lässt, um den Untersuchungsausschuss zu stoppen. Wenn man das macht, muss man sich aber jetzt schon darauf vorbereiten. Man bereitet sich vor auf das Framing für den Wahlkampf im Bund, aber gleichzeitig auf das Framing für den Wahlkampf in Niederösterreich, weil das ist Ihnen fast noch wichtiger. Also da spielt ja da alles hinein. Und wenn wir jetzt damit konfrontiert sind, dass eine ohnehin torkelnde Regierung und ein Bundeskanzler, der jetzt gerade erst seit Dezember Bundeskanzler ist, dessen Aufgabe es eigentlich wäre, da jetzt ein bisschen Ruhe hineinzubringen und das Land vielleicht wieder zusammenzuführen, das Gegenteil tut, nämlich Unruhe stiften und die Regierung unterminieren und sich schon auf einen Wahlkampf vorzubereiten, naja, dann kann man nur sagen, ja, dann bitte fangen wir an mit diesem Wahlkampf, dann werden wir schauen, dass wir wieder andere Mehrheiten zusammenkriegen in diesem Land, dass sozusagen sich die Führungsrolle wieder zurückschwenkt dorthin, wo sie jahrzehntelang mit großem Erfolg war und ohne, dass es so viel Chaos angerichtet worden ist, wie es die ÖVP in den letzten, was haben wir jetzt, fünf Jahre ÖVP-Regierung, fünf Jahre Chaos. Ja, das war jetzt Wahlkampftöne ihrerseits, ne? Ja, sicher. Hey, na gut, können wir gerne damit anfangen. Also ich kämpfe nicht für die ÖVP, keine Sorge. Ich würde auch akzeptieren, wenn eine Regierung versucht, da jetzt Ruhe hineinzubringen und das Land zu versäumen. Aber wenn sie das nicht tun, dann können wir da gerne den Kampf der Ideen aufnehmen. Gerne. Aber da würde ich gerne den Herrn Mölzer, wenn wir jetzt schon beim Thema Neuwahlen sind, kann es damit zusammenhängen, dass man jetzt die Impfpflicht nicht nur wegen Omikron bleiben lässt und eben Geldgeschenke jetzt nicht nur für den Gesundheitsbereich, sondern auch Polizei und schon Bundesheer, Wahlkampfzuckerl und so weiter. Wahlkampfzuckerl und dass das auch im Hinblick ist, um da abzudecken gegen mittlerweile FPÖ und MFG aus Sicht der ÖVP? Natürlich, ich meine, es ist ja so, dass mit dem Abgang von Sebastian Kurz nicht alle Spin-Doktoren verschwunden sind, sondern sie sind im Hintergrund nach wie vor tätig und machen sich Gedanken. Und es ist ja wirklich die ÖVP zwischen Skylla und Charybdis, ne? Weil auf der einen Seite müssen die sagen, jetzt haben wir, wenn wir Neuwahlen kriegen, dann sagt man von 37 auf 27% ab. Das ist ja keine tolle Perspektive. Nach den Umfragen sogar mehr, 24. Ne? Auf der anderen Seite, wenn wir es nicht machen, haben wir jede Woche aus den Chats jetzt auch vom Herrn, wie heißt der, Kleubmüller, ne? Der ist jetzt auch aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgetauchtes Handy. Also da ist Stoff für Jahrzehnte offenbar. Das kann man jede Woche und da spielt die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schön mit und die Medien und so weiter. Und das ist ja für die ÖVP eine andere Perspektive. Da landet man dann bei 18%, wenn wir das schleifen lassen. Ne? Und darum vermute ich fast, dass langsam das Pendel sich hin zu Neuwahlen, und da wird man dann aktiv, ne? Da ist klar, da werden dann die Fronten abgesteckt, da werden Schuldzuweisungen getätigt, ist eh klar. Und diese Zuckerl sind auch schon voll eingepreist. Ne? Nun, bevor wir in eine Werbepause gehen, würde ich beide Herren noch bitten, die Frage zu beantworten, wie soll denn die ÖVP Neuwahl gehen? Also mit welchem Thema? Man kann ja nicht einfach sagen... Freedom Day. Ich sage nur Freedom Day. Das hoffen ÖVP, Sie. Ne? Die ÖVP wird in die Neuwahlen gehen, sozusagen implizit, dass uns noch mal besser geht, dass nur besser für sie ausgeht, als wenn sie es jetzt nicht tut, sondern später. Ja? Aber sie muss es ja begründen. Ja. Ich kann ja nicht einfach aufstehen und sagen, so mir ist jetzt Fahrt, natürlich wir gehen kann in sie eine das Neuwahl. Du brauchst dann irgendwie halt eine Mehrheit im Nationalrat, die musst du irgendwie finden. Aber gut, Argumente musst du auch bringen. Ja, das meine ich, ja. Das kannst du ja herbeischaffen. Also es fällt mir jetzt auch nicht ein, weil sozusagen eine... Fällt Ihnen was ein? Schon. Die Corona-Maßnahmen selber, da wirst du einen Konsens haben, dass
dass man sie mehr oder weniger aufhebt und da wirst du keine Sollbruchstelle. Nein, ich glaube, dass es eher so sein wird, dass man sagt, wir haben jetzt, das hat ja schon der Kurz im Sommer versucht, die Epidemie besiegt. Ne? Wir machen jetzt gegen die grünen Widerstände womöglich. Ne? Und auch die SPÖ sagt ja noch immer, man muss aufpassen und so. Wir machen das jetzt. Ne? Und die ÖVP hofft natürlich auch auf die Kurzlebigkeit der Erinnerungsfähigkeit, der politischen Erinnerungsfähigkeit der Leute. Ne? Dass die Leute so dumm sind und sich das wirklich aufbürden lassen, weiß ich nicht. Aber das wird man sicher versuchen. Es gibt keine andere. Also Epidemie vorbei, jetzt können wir wählen. Ne? Also ich verstehe das Argument nicht, wenn sie es so bringt, aber wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und diskutieren dann darüber weiter, aber auch über den Freedom Day, den sogenannten. Vielleicht wird das auch für eine Neuwahl genutzt, ich weiß es nicht, bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück und willkommen zurück Andreas Mölzer und Robert Miesig. Wir haben vor der Werbepause darüber geredet oder gemeinsam spekuliert, was könnte der Anlassfall für eine Neuwahl geben. Jetzt gibt es einige in den Regierungsparteien, die mir relativ glaubhaft sagen, sie wollen nicht in eine Neuwahl gehen. Aber die mir auch relativ ehrlich zugeben, in der einen Partei, nämlich in der ÖVP, werden am Ende die Landeshauptleute entscheiden, also die ÖVP-Landeshauptleute, und bei den Grünen könnte am Ende die Basis entscheiden. Und das hängt davon ab, was in dem Urschuss weitergeht. Was könnte denn zum Beispiel das Interesse von ÖVP-Landeshauptleuten sein, was ja offenbar viele glauben, zu sagen, aus der Zimmer die Reißleine, wir müssen in eine Neuwahl gehen. Na, das ist relativ nur das Einfachste zu erklären, nämlich, dass die ÖVP-Landeshauptleute oder die Landeshauptfrau Niederösterreich ein Interesse daran hat, dass dieser Urausschuss nicht all das an den Tag bringt, das er an den Tag bringen würde und nicht diese permanente Schlagzeile produzieren würde, dass das irgendwann mal aufhört. Und das hört auf mit dem Tag, an dem Neuwahlen beschlossen sind, beziehungsweise das Parlament aufgelöst ist, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Also das, was an Chats kursiert, kommt trotzdem raus. Aber dass sie sich ausrechnen, ob das sinnvoll ist, weiß ich eh nicht, aber dass sie sich zumindest ausrechnen, dass damit eine gewisse Beruhigung oder zumindest, dass nichts Ärgeres noch dazukommt, ja? Dass sie sich das ausrechnen. Das ist die ganz einfache Antwort, was das ist. Darf ich nur ad hoc was dazu sagen? Man darf nicht vergessen, das Handy von Herrn Kleubmüller ist ein niederösterreichisches. Ne? Und da kommen unter Umständen niederösterreichische und da ist vielleicht Gsindl noch das harmloseste. Ne? Ja, nur da, möglicherweise, da wissen wir halt auch, wer diese Chats jetzt schon hat und es wäre sehr unwahrscheinlich, dass die nicht rauskommen. Nicht? Also, ja, schön dosiert. Genau. Also Aber die kommen ja so oder so raus. Da hilft dir das Abdrehen des Aber dann ist besser schnelle Wahl als erst. Du sparst ein bisschen Zeit, du hast vielleicht dann auch eine politische Debatte, die es ein bisschen überspielt und überstrahlt, weil es plötzlich um Wahlkampf geht und alles stand auf dem Wahlkampf. Das kann man alles annehmen, dass sie das wollen. Aber die andere Geschichte ist bei den Grünen. Nicht? Also sozusagen die Grünen müssen sich, glaube ich, entscheiden, ob sie den Mut aufbringen, zu sagen, okay, wir springen da drüber, weil wir haben die Möglichkeit für eine Mehrheit aus Sozialdemokraten, Grünen und Neos. Wir haben das erste Mal seit langem wieder die Möglichkeit einer Regierung in der Mitte und Mitte links. Und das ist eine fiktive Mehrheit. Es ist eine fiktive Mehrheit und es ist ein Vertrauen auf eine Chance, für die es keine Garantie gibt. Ja? Völlig klar. Das müssen die Grünen entscheiden, dass da sozusagen die Führung oder Teile der Führung möglicherweise anders dann entscheiden als die Basis. Das ist schon denkbar, aber ich glaube, diese Art von, wie soll man sagen, Zielkonflikt, es wäre zwar schön, aber wir wissen nicht, ob es sich ausgeht. Diese Rechnung hast du wahrscheinlich in der Basis genauso wie in der Führung. Deswegen sehe ich diese Spaltung im Moment nicht. Aber Andreas Mölzer, Sie haben das ja mit der FPÖ schon erlebt. Also 2002 zum Beispiel wollte ja das Regierungsteam sehr wohl in einer Koalition bleiben und irgendwann wurde der Druck der FPÖ-Basis zu stark. Das ist offenbar dasselbe, was jetzt manche Strategen bei den Grünen befürchten. Wenn zu viele Chats kommen,
könnten zwar das Regierungsteam, die Klubobfrau, weiter zur Koalition halten, aber dass der Druck der Basis zu groß ja, würde. Das ist durchaus eine realistische Annahme, ne? Weil das ist ja doch eine Basis, die nicht die Parteidisziplin wie etwa in der Sozialdemokratie hat, sondern ist ja eher querulatorisch und ein bisschen alternativ angehaucht. Das ist sicher eine Imponderabilie, eine Unwägbarkeit auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, etwas anderes ist sehr wichtig. Die Frage hängt schon mit Corona zusammen. Wir unterschätzen ja, wenn man also die Chats und das alles und die ÖVP-Unfähigkeiten, Skandale annimmt, unterschätzen, dass also die Bevölkerung, die Menschen so unglaublich in diesen 2 Jahren von dieser Corona-Geschichte erfasst waren und bedrückt waren. Und was das bedeutet, wenn da jetzt dieser Freedom Day, ne, durchaus auch aus taktischen Gründen, hoffentlich einigermaßen sachlich fundiert, ne, aber kommt, ne, was also das unter Umständen wirklich für eine Euphorie auslösen kann, jetzt ist der Frühling und jetzt haben wir das, das ist sicher ein Kalkül der ÖVP, wenn sie in Neuwahlen ginge. Ne. Und das Zweite, der zweite Faktor, der auch mit Corona zusammenhängt, diese ganzen Spekulationen, ne, was gibt es, eine linke Mehrheit, eine rechte Mehrheit oder was auch immer, die machen die Rechnung ohne den Wirt und der heißt MFG. Ne. Wenn also diese Corona-Geschichte emotional stark drinnen ist noch, ne, dann werden die, siehe Profilumfrage jetzt aus dieser Woche, drinnen sein im Parlament. Dann werden die zum Beispiel eine SPÖ-grüne Neos-Mehrheit wahrscheinlich verhindern. Ne? Eine schwarz-blaue Mehrheit gibt es sowieso nicht. Ne? Und die wird es auch mit Kickl operativ nicht geben, weil der das nicht machen wird. Ne? Oder es auch möglicherweise niemand mit ihm ich machen wird. Ich wollte gerade sagen, das kommt aber aufs Gleiche aus. Ne? Klar. Auf jeden Fall, also das ist ein Faktor. Und da spielt emotional und von der Stimmungslage die Corona-Geschichte, wie weit ist das überwunden, wie weit ist das noch bei den Leuten drinnen und so, eine ganz zentrale Rolle. Das ist ein guter Punkt, aber das kommt natürlich auch, das hängt davon ab, wann diese Nationalratswahl dann stattfinden würde, weil man rechnet ja im Herbst wieder mit einer Welle. Aber dann kommen wir schon zu mehrfach angesprochenem Freedom Day. Am Mittwoch findet eine Sitzung statt von Bundeskanzler, Gesundheitsminister mit den Landeshauptleuten. Da wartet man gar nicht mehr erst groß, nicht einmal mehr formal die Gecko-Sitzung ab, die am Freitag stattfindet. Da sollen die ersten Öffnungen kommen. Und dann ist der nächste Gipfel Anfang März geplant. Und ich nehme an, es ist ein Zufall, dass am 2. März der Urschuss tagt. Wie ist da deine Meinung? Ein Freedom Day wird es sowieso geben, in dem Sinn, dass wir ab März Frühling haben und dann hat sich ja jetzt schon die pandemische Situation entspannt, dann wird sie sich weiter entspannen und wir werden einen Sommer in Freiheit erleben, wie wir die letzten Sommer auch gehabt haben. Ja? Insofern freue ich mich sehr darauf. Ich freue mich sehr darauf, dass ich abends ausgehen kann. Ich freue mich sehr darauf, dass ich draußen sitzen kann, dass ich in der Sonne sitzen kann, dass ich lauschige Abende am Donaukanal verbringen kann. Da brauche ich aber keinen Freedom Day und ich brauche auch keinen Pathos. Ja? So einen depperten Pathos, als wäre es jetzt ein Tag und den schenkt uns auch noch die Regierung. Den schenkt uns nicht die Regierung, den schenken wir uns bis zu einem gewissen Grad selber durch den Umstand, dass viele Menschen geimpft sind, dass wir sozusagen diese Grundimmunisierung haben, dass diese Welle damit auch eine schwächere ist und dass wir hoffen können, dass wir es überstanden haben. Und ein bisschen schenkt es uns auch die Natur, nämlich Omikron. Die einzigen, die es uns gar nicht schenken, ist die Regierung. Ist ja richtig, ja. Aber keine Regierung Europas lässt es sich nehmen, zu sagen, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, wir haben das geschafft. Aber keine Bevölkerung in Europa lässt es sich auch nehmen, die Regierenden dann zu ignorieren und für Trotteln zu halten, die dann schon wieder mit irgendeinem Schmäh daherkommen. Also zu glauben, dass wenn die Regierung jetzt so einen Tag ausruft und jetzt sind 90% der Maßnahmen aufgehoben und 10% bleiben und die haben dann 3 Monate... Aber das haben die Sozialdemokraten in Dänemark gemacht, das macht der Johnson in England. Ja, aber stehen die jetzt so, steht der Herr Johnson so gut da, glauben, dass das so viel Auswirkung hat auf jedenfalls die kann er seine Partys wieder legal Grundauffassung der Bevölkerung über das dilettantehafte Regierung des Herrn Johnson berührt den Umstand überhaupt nicht, dass er jetzt ein Freedom Day ausruft. Also Dänemark, das sage ich jetzt nur zum Faktencheck dazu, hat das genauso gemacht. Da ist nur die Frage, wie gut das der Sozialdemokratie dort bekommen wird, weil die letzten Daten, die man sieht, ist, dass sowohl Hospitalisierungen als auch Todesfälle massiv ansteigen. Man darf nicht vergessen, in Dänemark ist noch lang kein Frühling. Man muss auch immer die Witterungsverhältnisse einsehen. Und beim Boris Johnson ist halt die Frage, er darf zwar wieder legal Partys machen, ganz kurz nur, aber die Affären überschatten es weiter. Das heißt, Sie glauben, wenn die Regierung diesen Freedom Day ausruft, in welcher Form auch immer, dass
das den Urschuss überschattet? Nein, ich glaube nicht, nur möchte sie es gerne. Das steht außer Zweifel und sie wird es versuchen und sie wird sagen, machen wir den Freedom Day, ob es was nutzt oder nicht, werden wir sehen. Aber dass sie das machen werden, das steht ja außer Zweifel. Gut, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema, das ein bisschen überschattet wird, obwohl die internationalen Medien wirklich voll sind damit. Und das ist die Kriegsangst in Europa. Es werden jetzt der deutsche Bundeskanzler Scholz, auch der französische Präsident Macron noch Gespräche führen zwischen Moskau und Kiew. Wie ernst ist aus deiner Sicht die Lage? Vielleicht kannst du auch kurz erklären, was sich da an den Grenzen der Ukraine gerade abspielt. Naja, was sich abspielt, ist, dass, dass Russland eine Art von Riegel von immer mehr Soldaten rund um die Ukraine formiert hat. Ohne große Kriegsrhetorik, das muss man ja auch mal dazu sagen. Dass das dann der Westen eher und die NATO und die Ukraine selbst oder Teile davon als Anlass genommen, hey, die bedrohen uns. Und das führt zu dieser Aufschaukelung an Stimmung. Ja? Und was Russland natürlich will, ja, was Putin auf jeden Fall will, ist das Näherrücken von NATO-Truppen an die russischen Grenzen zu reduzieren, aber auch sozusagen sowas wie wieder ernst genommen werden. Also wenn die Angst vor ihm haben, dann ist das schon das, was er erreichen wollte, weil damit ist er respektiert. Das ist diese komische Situation, die eigentlich dazu führt, dass er jetzt schon eigentlich dieses Kriegsziel, wenn man so will, erreicht hat. Nämlich er wird irgendwie ernst genommen und man geht eh schon auf seine Forderungen ein. Die Frage ist, ob die jetzt wirklich eine Invasion machen, wogegen ja eher spricht, dass diese emotionale Kriegsvorbereitung in Russland bis jetzt nicht stattgefunden hat. Also diese Stimmung, wir müssen da in die Ukraine einmarschieren, weil sonst kommt die NATO, die hast du in Russland jetzt noch nicht. Aber das ist also, vor dem Einmarschen der Krim auch nicht passiert, naja, sage ich nur. Ich bringe nur ein paar Aspekte. Ja? Also ich tue mir schwer, jetzt wirklich einzuschätzen, wie gefährlich das wirklich ist. Also diese große Warnung vor dem Krieg ist jetzt eher, oder dieses Zurennen dieser beiden Eisenbahnen ist ja jetzt eher eine westliche. Also wir im Westen sind da jetzt aufgeregter als auf der russischen Seite. Und dann hast du natürlich ganz viele Aspekte noch. Also wenn du dann Sanktionen verhängst, was bedeutet das für Europa? Österreich ist zu 100% vom russischen Gas abhängig, Deutschland zu 80%. Aber zu der Antwort... Frankreich 60, also das soll man ja auch nicht ganz vergessen. Möchte ich dann später kommen. Glauben Sie, das ist vor allem die Überreaktion des Westens? Weil... der CIA hat gewarnt, es stünde eine Invasion am Mittwoch bevor. Es haben jetzt sämtliche westlichen Länder ihre Botschaften abgezogen. Es hat auch Russland seine Botschaftspersonal aus Kiew abgezogen. Naja, das ist jetzt sind jetzt nicht zwingende Indizien. Ne? Und wir werden es in zwei Tagen sehen, ob das jetzt nur Tatanmeldung war oder eben Realität. Aber es gibt ein paar Faktoren, die man nicht unterschätzen sollte. Zum einen ist Putin, ich halte ihn, obwohl er natürlich alles andere als ein Demokrat im westlichen Sinne ist, für einen relativ rationalen Politiker. Ne? Also wenn er in den gesamten Konflikten, wo also die Russen mitgemischt haben, vom Nahen Osten bis, was weiß ich, relativ rational. Und er hat natürlich schon eine Motivationslage, die nicht zu unterschätzen ist. Von 150 Millionen ethnischen Russen leben nur 117 Millionen in Russland. Der Rest liegt in den Randstaaten rundherum, ne? Auch in der Ostukraine unter anderem. Ne? Und da gibt es also schon allein vom Selbstbestimmungsrecht der Völker her massive Argumente, ne? Die er hat, um zu sagen, das und jenes Gebiet ist zumindest, wenn man es nicht beanspruchen, so zumindest unsere Einflusszone oder sollten wir was mitreden können. Das muss man irgendwo verstehen. Das Zweite ist, das haben Sie auch gesagt, dass natürlich die NATO da an die Grenzen Russlands weit in den Bereich des ehemaligen Warschauer Pakts hineingerückt ist, was also sicher so nicht abgemacht worden, ne, mit Gorbatschow damals und so. Das ist auch klar. Also auch das, ohne jetzt ein Putin-Versteher sein zu wollen, auch das muss man berücksichtigen. Ne? Aber eins gibt mir besonders zu denken. Jeder von uns hat von Christopher Clark das Buch gelesen, Die Schlafwandler, ne, wie die europäischen Mächte in den Ersten Weltkrieg, ohne dass es auch nur einer wirklich wollte, in diesen Krieg getaumelt sind. Ne? Und ein bisschen erinnert mich manches daran, wie man einfach, ohne dass der Putin will
Bestimmt nicht, weil er hat im Grunde am meisten zu verlieren. Ne? Die NATO will es auch nicht. Ne? Die Deutschen wollen es nicht, die Polen wollen es nicht. Und trotzdem kommt man das Ganze so ein bisschen so vor wie die Situation damals, wo man schlafwandlerisch durch kleine Fehlentscheidungen auf einmal in einer Situation ist, wo das unausweichlich ist. Ne? Und das hoffe ich, also bete ich wirklich zu Gott, dass das nicht der Fall ist. Ne? Weil das in Europa, ne? Das ist schon, wir wissen, wie weit die Ukraine entfernt ist. Ne? Ganz also, nah das ist an von Österreich. Wien, ja. Von Wien so weit wie Kärnten. Ne? Ja. Also, näher als Vorarlberg. Ja, ja. Ne? Und das ist ja nicht irgendwo. Ne? Wir glauben immer, das ist im Fernen, was weiß ich, ja. Tataristan oder was. Ne? Mhm. Und das wäre wirklich eine Scheißlichkeit, die uns, und da muss man alles dafür tun als Europäer. Ne? Mhm. Und da muss er einmal erweisen, dass diese EU nicht nur ein Eunuch ist, ein weltpolitischer, ne? Sondern dass sie irgendwo auch gegenüber den Amerikanern in der NATO und jetzt zumindest Peacemaking, ne, bewerkstelligen kann, friedensstiftet. Weil das ist ja unmöglich, dass wir das zulassen. Ne? Ja, ich meine, ich tue mir schwer, weil auf der einen Seite habe ich auch einen realpolitischen Blick, wie kann man so etwas befrieden und Konflikte reduzieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass man dann immer Gespräche führen muss, auch mit dem Teufel und seiner Großmutter und erst recht mit Herrn Putin. Und auf der anderen Seite neigt man dann natürlich auch dazu, Aggressionen nachzugeben. Und natürlich ist es ohne Zweifel so, dass Russland und Putin und das russische Militär die Ukraine jetzt bedroht. Ja? Und was die Frage der Rationalität und Irrationalität betrifft, glaube ich, gibt es eine Einschränkung, die man machen muss. Nämlich es gibt so etwas wie eine russische Paranoia. Nämlich die russische Paranoia, dass der Westen die Russland angreifen will und unterwerfen will. Ja, das kann man majorisieren zumindest. Ja, oder sozusagen einschnüren. Oder die ich sage ja, es gibt die Paranoia. Ich sage, weiß ja nicht, manches davon ist wirklich Paranoia. Wahrscheinlich werden sich einige vielleicht auch die NATO sich, wird ne? da jetzt mit ihren Soldaten einmarschieren. Wer die USA und sonst wem kennt, weiß, es wird keine NATO-Einmarsch in Russland geben. Aber das ist ja wurscht, wenn die Russen diese Angst haben. Und wenn sie diese Angst haben, dass diese Raketen, wenn sie nahe sind, auf Russland zeigen und dann irgendwann mal auch fliegen müssen. Das ist sozusagen das paranoide Element daran, das man aber trotzdem in Rechnung stellen muss, weil es ist eine Wahrheit, es ist ja sozusagen vorhanden. Und die andere Geschichte ist die Rationalität, die Sie angesprochen haben. Und deswegen bin ich schon eher der Meinung, dass die Kriegsgefahr jetzt nicht besteht, weil durch diese Art von Säbelrassen, durch dieses Bedrohen der Ukraine durch dieses Zurückkommen ins Gespräch auf Augenhöhe, Putin mit Biden und alle europäischen Staatschefs reisen jetzt hin und reden auf ihn ein, wie auf eine kranke Kuh und so weiter und so fort. Damit hat er ja sein Kriegsziel schon wirklich bis zu einem wesentlichen Teil erreicht, nämlich, dass ihm die ernst nehmen. Ja. Er und der Macron sitzen fast so weit auseinander wie wir zwar. Macron sich nicht hat testen lassen. Ja, aber sozusagen, dass Putin auch noch eine riesige, also der hat eine richtige Corona-Panik, also seit 2 Jahren da so bei den Mitarbeiter in seine Nähe kommen. Und wenn man jetzt gesehen hat, das Bild, wo der russische Außenminister mit ihm sitzt, das sind, glaube ich, 50 Meter entfernt. Das ist wirklich absurd. Ja, der kommt dafür herum. Natürlich denkt sich der, ich bin der Präsident von Russland und ich bin völlig unersetzbar und ich bin der Wichtigste überhaupt und mir darf nichts passieren. Man muss sagen, er ist einer der wenigen Staats- und Regierungschefs, der sich noch nicht hat angesteckt. Ja, stimmt. Der Macron der Biden auch nicht, aber der Trump, der Johnson. Du meinst, diese Art von Paranoia hat einen rationalen Kern, mehr als einen rationalen Kern. Klar, natürlich. Dessen ungerecht, das war Daniel, Herr Miesig. Ich glaube schon, dass man irgendwo auf die russischen Befindlichkeiten stärker wird Rücksicht nehmen müssen. Wenn man bedenkt, der Zusammenbruch der Sowjetunion und dann ja auch der Zusammenbruch Russlands unter Jelzin, wissen wir ja, wie das gelaufen ist, hat schon Ungleichgewichte geschaffen. Ne? Wenn man bedenkt, in den baltischen Staaten, die ja zu Recht natürlich Angst haben vor Russland, zu Recht auch in die NATO, von mir aus in die EU und so weiter, auf der anderen Seite haben die bis zu 40% der Bevölkerung sind ethnische Russen, mit eingeschränkten Bürgerrechten, mitten in der EU. Wie gibt es denn sowas? Und das ist, wenn ich im Kreml da sitze, ne, und dann die Leute sich an mich wenden und sagen, was wir machen, wir dürfen nicht einmal wählen, ne, und was weiß ich, was alles. Ich weiß nicht genau, aber es sind auf jeden Fall eingeschränkt. Ne, dann denke ich mal schon was. Und an solchen Dingen muss man Rechnung tragen. Und da ist ja nichts in Stein gemeißelt, gerade was die Ostukraine betrifft. Was ist denn die Ostukraine? Eine Gstaeten, gell, eine riesige. Ne? Also, dass da nicht Dinge im Kompromissverfahren, ne, über Autonomie oder was auch immer, dass man da nicht irgendwo den Russen entgegenkommen kann, das ist ja auch lächerlich. Das ist ohnehin, also ich
meine, da muss man auch dazu sagen, vieles von dem, was wir jetzt diskutieren, ist ja auch Folge davon, dass da jetzt 20 Jahre oder länger schon das Kind ins Wasser fällt. Ja? Und hätte man in dieser Phase mehr sozusagen positive Diplomatie gemacht, ja, auch versucht, also eine Art Sicherheitsallianz zu bauen, die, ja, nicht, Friedensarchitektur, die, nicht, die hält für die nicht auf, wo nicht sozusagen die unipolare Macht auf die anderen obeschaut, so, und die ja nur das Gefühl haben, dass auf sie obeschaut wird, dann würden wir jetzt woanders stehen. Das, die Uhr lässt sich nur nicht mehr so leicht zurückdrehen, aber umso mehr ist es, glaube ich, jetzt notwendig und auch durchaus berechtigt zu sagen, dass man jetzt alle Möglichkeiten der Diplomatie ausschöpft, jeder fährt dorthin, man redet, man kommt auf irgendeine Lösung, die sind vielleicht Millimeter, wo man sich nur bewegt. Morgen fährt Olaf Scholz dorthin, man hat ihm ja auch kritisiert, dass er sich bis jetzt nicht geäußert hat. Ich bin ganz froh, dass er sich bis jetzt nicht geäußert hat, weil der jetzt quasi die Brücken bauen muss, der wird nicht der sein, der vorher die Brücken gesprengt hat oder sich auf eine Brücke festgesetzt hat. Also das ist halt nun mal so. Also schauen wir mal, was da, aber auf jeden Fall reden, Verhandlungen, Diplomatie, Gespräche führen ist immer sinnvoller als Schießen. Ja. Fehlt da eigentlich die Frau Merkel, weil die Frau Merkel hätte in solchen Fällen, und sie hat das in solchen Fällen... Naja, sie hätte zumindest Russisch mit ihm reden können. Ne? Und sie hätte in solchen Fällen wahrscheinlich schon von Paris über London, über ich weiß nicht was, schon alles besucht und versucht eine... Natürlich hat Merkel da noch ein Gewicht gehabt aufgrund ihrer langen Amtszeit und ihres Respekts, das sie überall gehabt hat. Das könnte Scholz natürlich auch im Laufe der Zeit bekommen. Und ich glaube, das stimmt insofern, ohne dass man jetzt die deutsche Innenpolitik und die Qualität der jetzigen Regierung in irgendeiner Form diskutiert, dass einfach Deutschland und Frankreich als die zwei führenden Mächte in der EU, dass der Schlüssel nicht in Washington liegen kann, sondern da zwischen denen und, also zwischen uns und Moskau. Ne? Natürlich will, und da haben Sie ja völlig recht, will der Putin, will, sagt, der einzige Gesprächspartner ist Biden. Ne? Im Weißen Haus, so quasi, wir sind die Weltmächte und alles andere interessiert uns nicht. Das wird man halt unterlaufen müssen, ne, von europäischer Seite. Und da wird man halt irgendwann einmal, das ist natürlich jetzt ein Wunschtraum, möchte ich sagen, dass man sagt, wir müssen als Europäer zum größten europäischen Volk, zu den Russen, das sind Christen, das sind Europäer, das sind 150 Millionen, muss als EU, als Europäische Union in irgendeiner Form ein konstruktives Verhältnis über die jetzige Krise weit hinaus erarbeiten. Das ist Überlebensfrage meines Erachtens für uns. Frankreich und Großbritannien nimmt Putin wahrscheinlich schon ernst. Schon traditionell sind das natürlich zwei Staaten, die er ernst nimmt, wahrscheinlich auch Deutschland. Aber schon zum Abschluss hin, die EU ist nicht wirklich sichtbar. Also man sieht Macron, man sieht Scholz. Aber welche Rolle spielt da eigentlich die EU-Kommission, wer auch immer dort? Das muss sie aber auch nicht. Also die EU-Kommission wäre ohnehin nicht der Ansprechpartner. Also es wären die Außenbeauftragte und es wäre der permanente Ratspräsident. Mhm. Natürlich sind es jetzt die wichtigsten Regierungschefs oder die wichtigsten Regierungschefs der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist ja aber auch die Europäische Union. Ja? Und jetzt, da habe ich jetzt wenig Probleme damit, weil es gibt Situationen, es gab auch Situationen in der Geschichte, wo dann die Europäische Union tatsächlich handlungsunfähig war und die einzelnen Ministerpräsidenten oder Premierminister oder Präsidenten ein unterschiedliches Spiel gespielt haben. Das sehe ich jetzt aber nicht. Ja, ich sehe die Engländer vielleicht schon. Ja, die Engländer, aber die sind ja nicht Mitglied der Europäischen Union. Richtig, aber Europäer sind es noch. Aber dass jetzt Macron und vor allem Scholz, das sind ja die beiden, die jetzt involviert sind primär, und die Kleinen, die auch hinfahren, ich glaube, die stimmen sich schon ab, die ziehen an einem gemeinsamen Strang, vielleicht tun sie ein bisschen auch abgesprochenes Spielen mit verschiedenen Rollen, das ist ja auch nicht so schlecht, dass irgendwie eine Schauspielerei ist und du bist, der eine ist der Bad Guy, der andere tut dann quasi die Brücken bauen, das kann man ja alles machen und das sehe ich im Augenblick schon. Ich sehe jetzt nicht die Phase, wo die Europäische Union tatsächlich gegeneinander, wo die verschiedenen Kräfte gegeneinander... Wenn wir den Mittwoch überstehen, den von Ihnen zitierten, dann läuft es so, hoffe ich. Ja. Hoffen wir es alle. Der Mittwoch ist der Tag, den der CIA genannt hat. Allerdings normalerweise kommen Angriffe nie dann, wenn alle darauf warten. Ja, es sei denn, man sagt, ab Mittwoch schießen wir zurück. Ne? Ja. Das kennen wir aus der Geschichte auch schon. Das hoffen wir jetzt einmal nicht. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ich bedanke mich Andreas Mölzer, ich bedanke mich Robert Miesig
Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.